Kann man vom Optionshandel alleine leben und ist das überhaupt sinnvoll? Darum geht es heute hier in diesem Video und damit legen wir jetzt hier los. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar schon mal was für 2024. Und zwar am 3.4. Februar 2024. Da finden in Düsseldorf bei den Kollegen von CapTrader die deutschen Optionstage statt. Ganz, ganz viele, auch Leute, die sich mit Optionen beschäftigen, Coaches und so weiter, die kommen dahin, halten da Vorträge. Wir natürlich als Rabe Academy auch und ich lade dich dazu ein. Was heißt, ich lade dich dazu ein? Ich empfehle dir, dahin zu gehen, denn das wird ein super tolles, spannendes Wochenende. Da kannst du mal die ganze Bandbreite des Optionshandels kennenlernen. Und warum sage ich dir das jetzt schon? Ist ja doch noch viele Monate hin, ne? Weil jetzt gibt es noch die Tickets als Early Bird. Das heißt, die sind jetzt noch viel, viel günstiger, als sie dann mal werden. Link mache ich dir hier unten in die Beschreibung rein. Also wenn du Bock hast, wir sind auf jeden Fall da. Und ich glaube, so um die 1000 Teilnehmer sind da geplant. Das wird sicherlich sehr, sehr, sehr cool. Ich werde auch eine Masterclass geben an dem Sonntag, am Samstag einen Vortrag und da könnt ihr euch darauf freuen. So, jetzt zum eigentlichen Thema und dafür nehmen wir uns natürlich eine neue Seite. Und zwar, kann man vom Optionshandel leben? Ich habe schon mal auf diesem Kanal vor 5 Jahren ein Video gemacht. Ich verlinke dir das mal hier oben auf der linken Seite oder links oder rechts. Ne? Also mein Team wird das richtig einbauen. Kann man vom Optionshandel leben? Was braucht man dazu? Und wenn du noch gar nicht weißt, wie viel Geld man da braucht, was ist da realistisch und so weiter, dann schau dir dieses Video bitte unbedingt vorher an. Das geht eine Viertelstunde, hat über 70.000 Aufrufe, das heißt, hat scheinbar doch viele, viele Leute interessiert und da hast du so eine gute Basis, um in das heutige Video jetzt reinzukommen. Ja? So, und heute ist ja die Frage, kann man vom Optionshandel leben und vielleicht auch noch, kann man allein vom Optionshandel leben? Ne? Also macht das überhaupt auch Sinn? Ist das sehr, sehr sinnvoll? So, jetzt schauen wir uns mal an. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Strategien im Optionshandel. Ne? Das ist ja ein bisschen komplexer als es beispielsweise bei Aktien. Ne? Die kaufst du oder verkaufst du. Aber bei Optionen kannst du ja wahnsinnig viel machen. Also, da gibt es das Short-Put-System. Ne? Du verkaufst also Optionen auf eine Aktie, willst nur die Prämie einnehmen und möchtest die Aktien gar nicht angedient haben. Andere Variante, vom technischen Ablauf her das gleiche, aber mit einer anderen Intention, sind Cash-Secured Puts. Da ist es ja so, im Grunde genommen derselbe Vorgang wie beim Short-Put-System. Du verkaufst auf eine Aktie einen Put, kassierst die Prämie, das ist auch das, was dich interessiert. Du sagst aber, hey, Plan B, ich lasse mir auch von mir aus jetzt die Aktie andienen. Okay, dann gibt es noch beispielsweise eine Wheel-Strategie. Ne? Was ist ein Wheel? Da schreiben Leute Puts, damit sie Aktien angedient bekommen und sobald sie diese Puts haben, schreiben sie dann Calls, um wieder eine Prämie zu generieren, um auch die Aktien vielleicht wieder loszuwerden. Ja? Hier mal eine kleine Anmerkung an der Stelle. Das halte ich persönlich für eine der schlechtesten Optionsstrategien. Und bevor jetzt alle schreien, hey, wieso ist das schlecht, ist doch super, aus steuerlichen Gründen. Ne? Also aus steuerlichen Gründen ist das in Deutschland, die Idee kommt ja aus Amerika, da ist das mit den Steuern ein bisschen anders, aber hier in Deutschland ist es aus meiner Sicht heraus eine der eher schlechteren Strategien. Ne? Nicht, was die Strategie als solches anbelangt, aber wenn man es rein steuerlich betrachtet. So, also es gibt viel. Ne? So, dann gibt es natürlich eine Unmenge an Income-Strategien. Butterflies, Kalenderspreads und so weiter und so fort. Ne? Alles Mögliche gibt es da in 1000 Varianten, in 1000 Abwandlungen. Also kann man alles Mögliche machen. Ne? So, da gehört auch dann sowas mit dazu, wie beispielsweise jetzt Iron Condors auf Indizes und also 1000 Sachen gibt es da. So, und dann gibt es natürlich auch noch, gibt es ganz simple Sachen, wie zum Beispiel jetzt einfach Long Option. Ne? Also, dass man einfach sagt, hey, ich kaufe eben einfach Optionen, weil ich erwarte, dass die Märkte steigen, dann kaufst du eben Calls oder dass die Märkte fallen, dann kaufst du eben Puts. Und dann gibt es natürlich noch das Gegenteil, dass du sagst, okay, Short-Optionen, beispielsweise eben auch, letztendlich ist ja das eine Short-Option, das ist eine Short-Option, ne? Aber das gibt es natürlich auch noch auf Rohstoffe vor allen Dingen, ne? Da wird das sehr, sehr viel gemacht. Und da kann man natürlich auch Short-Calls machen. Und ich habe bestimmt jetzt noch ganz, ganz viel vergessen. Covered-Call-Writing gibt es ja auch noch. Also es gibt alles Mögliche. Okay? So.
Und jetzt kommen wir mal dazu, die meisten Händler, die meisten Börseninteressierten, diejenigen, die sich für Optionen interessieren, die sagen natürlich, eigentlich möchte ich alles können. Ne? Und naja, das wäre schon ein hehres Ziel, wenn du sagst, du kannst alles. Wenn ich mich aber in der Praxis dann mit den meisten, die wirklich sehr gut Optionen handeln, unterhalte, dann stelle ich immer wieder fest, und ich kann es aus meiner eigenen persönlichen Entwicklung auch sagen, dass niemand alles perfekt beherrscht, sondern dass man vielleicht großes Wissen hat und sagt, okay, ich kann das alles beschreiben, ich kenne mich da überall ein bisschen aus, aber meine Hauptstrategie ist eben diese oder jene. So, ne, welche das ist, wollen wir jetzt gar nicht festlegen, was da die beste, was da die schlechteste ist. Das ist natürlich auch ganz, ganz individuell. Und das Ding ist aber, wenn wir jetzt Titel nochmal des Videos, kann man vom Optionshandel leben und sollte man es versuchen, dann muss man natürlich auch irgendwo wirklich richtig gut sein. Und eines ist, glaube ich, klar, niemand kann in all diesen Strategien gut sein. Also du kannst in ein, zwei, vielleicht auch Dinge, die verwandt sind, ne, da kannst du natürlich sehr, sehr gut sein, aber du kannst nicht ein Meister in allen verschiedenen Fachgebieten sein. Das ist schlicht unmöglich, weil, und das ist der Hauptgrund, na klar kannst du das theoretisch alles lernen, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Gibt es da genügend Literatur darüber, da gibt es genügend Videos, auch hier auf YouTube, da kannst du das alles lernen. Das Ding ist ja nur, wie wirst du wirklich richtig gut? Und richtig gut wirst du ja nur in der Anwendung. So, das heißt also, wenn du das Ganze permanent anwendest. Und wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, mal angenommen, du sagst, ich möchte, ich bin sehr, sehr gut bei Long-Optionen als Beispiel. Naja, wann wendest du das dann schon mal an? Das heißt, du kannst das zwar theoretisch wissen, aber diese Feinheiten auf das, was es ankommt, auf was es in der Praxis ankommt, das hast du eben dann nicht. Und umgekehrt, wenn du eben jetzt eines von den anderen Dingen machst, kennst du dich vielleicht nicht so gut aus im Covered Call Writing oder nicht so gut bei Long-Optionen. Das führt dazu, dass du am Ende immer in ein oder zwei Sachen richtig gut bist. Ne? So, jetzt nehmen wir mal, wir nehmen mal was irgendwie spontan und sagen, hey, du bist zum Beispiel sehr, sehr gut in im Short-Put-System, okay, und du bist grundsätzlich auch ganz gut bei Short-Optionen. Einverstanden? So, das wären diese beiden Sachen, wo du dich gut auskennst. Vielleicht als Einsteiger gibt es sogar nur eine Sache, wo du dich so langsam reinarbeitest, das heißt, du hast noch weniger. Und jetzt überlegen wir mal, und jetzt nochmal, kann man von Optionen leben? Sollte man von Optionen leben? Wenn ich von etwas leben möchte, dann muss ich das ja wirklich permanent machen können. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich verkaufe einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich einen Glühweinstand, ne? Okay, dann könnte es durchaus sein, dass es dann fürs ganze Jahr ausreicht, aber ich kann das natürlich nicht 12 Monate im Jahr machen, sondern ich habe eine Saison und da funktioniert das. Und ganz und so ähnlich ist es ja auch an den Märkten. Jetzt ist auch wieder völlig egal, reden wir über Aktienmärkte, reden wir über Rohstoffmärkte, ne, das spielt keine Rolle, sondern wir wissen ja, dass sich Märkte nicht linear entwickeln. Das heißt also, Märkte machen weder das hier, noch machen sie das, sondern die Märkte machen das ganze Jahr in Schwankungen. Das heißt also, wenn wir uns das hier mal so anschauen, dann sieht das ja so hier aus und nach unten sieht es genauso aus. Und selbst eine Seitwärtsbewegung sieht ja mehr oder weniger so hier aus. Und egal welchen Zeitrahmen ihr jetzt hier hernimmt, ihr wisst, dass keine dieser Bewegungen permanent vorhanden ist. Also jetzt machen wir ein ganz, ganz langfristiges Bild der Aktienmärkte von mir aus und sagen, okay, wir wissen langfristig, da gehen die Aktienmärkte nach oben. So, aber zwischendurch geschieht das durchaus unter Schwankungen. Du weißt ja beispielsweise, Aktienmärkte haben ungefähr eine Zielerwartung von etwa, also so eine Renditerwartung von vielleicht 8-10% im Jahr. Allerdings, es ist statistisch schon mal allein so, dass jedes Jahr mindestens 16% Drawdown zu verzeichnen sind. Ne? Also ein Jahr, wo es keine 16% Drawdown gibt, wie jetzt hier das Jahr 2023, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ne? 22 hat man das definitiv. Und das bedeutet ja, wenn du jetzt, nehmen wir mal hier diese Strategie, Short-Put-System als Beispiel nimmst, dann wird es immer wieder Phasen geben, wo das Ganze super funktioniert und dann wird es Phasen geben, wo es eben nicht funktioniert. Mal einfach mit Farben zur Verdeutlichung. Wenn wir also jetzt sagen, okay, wo funktioniert das gut, dann ist es natürlich klar, das funktioniert hier gut, das funktioniert hier gut, das funktioniert hier und das funktioniert hier. Aber
wenn wir jetzt sagen, okay, wo funktioniert es nicht, dann ist ja klar, hier, hier, hier und eben den nächsten, der dann auch mal irgendwann wieder kommt. Das heißt, du hast immer Phasen, da funktioniert das System und dann funktioniert das System wieder nicht. Ein Fehler, den viele Optionshändler machen, allerdings auch viele Aktienhändler und alle anderen auch, ist, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt hier ein System und das Ding muss immer funktionieren. Das muss in jeder Marktphase funktionieren. Ne? Aber nimm mal das Allereinfachste, was es am Aktienmarkt gäbe. Buy and hold mit einem ETF. Bringt der jedes Jahr Gewinne? Nein. Ne? Bringt er auf 10 Jahre Gewinne? Definitiv. Aber bringt er jetzt jedes Jahr Gewinne? Definitiv nicht. So, und jetzt reden wir davon, du willst vom Optionshandel leben. Und das bedeutet, und das ist auch der Punkt eigentlich, geht das, es kommt ein bisschen auf deine persönliche Situation darauf an. Gehen wir mal einen Punkt weiter. Und zwar, sagen wir mal, damit wir hier keine pauschalen Aussagen treffen müssen, wie willst du denn vom Optionshandel leben oder wie willst du denn vom Börsenhandel leben? Weil wir können das eigentlich ziemlich allgemein sogar fassen. Stell dir mal vor, du bist das, was man einen Privatier bezeichnet. So, was sind Privatiers? Das sind halt Menschen, die ein sehr, sehr großes Vermögen haben, also das wahrscheinlich im 7-, 8-, 9-stelligen Bereich. Also das heißt, wir reden ja Minimum 1 Million aufwärts. Und die dann sagen, okay, ich möchte von Börse leben, aber ich brauche es jetzt nicht monatlich. Ich brauche es jetzt auch nicht quartalsweise, sondern mir genügt es, wenn einmal im Jahr oder mal wieder ein gutes Jahr kommt, dann mal wieder ein Jahr, wo vielleicht nichts kommt, dann mal wieder ein Jahr, wo was kommt. Warum? Weil das Vermögen einfach so groß ist, das ist schlicht lang. Ne? Also wenn du sagst, hey, du hast 10 Millionen und du machst alle 2 Jahre 10% und machst 1 Million, gibst aber vielleicht im Jahr nur 200.000 aus, dann alles entspannt. Ne? So. Jetzt gibt es aber ja viele, und das ist die Masse, gerade derjenigen, die sich für den Optionshandel interessieren, die sagen, oder die sind eher so, dass sie sagen, ich möchte Optionshandel zu meinem Beruf machen. So, wenn du das andere Video, was ich dir am Anfang empfohlen habe, angeschaut hast, hast du schon festgestellt, dass du da auch, um vom Optionshandel, von jeder Art von Handel leben zu können, mindestens eine etwas höhere 6-stellige Summe brauchst. Ne? Also 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 Euro. Jetzt kommt aber was dazu, du brauchst es wirklich, und das ist der entscheidende Punkt, regelmäßig. So, jetzt definieren wir mal regelmäßig. Für den einen, wenn du einen Job hast, heißt regelmäßig monatlich. So, du willst ja schließlich, dass dein Arbeitgeber dir einmal im Monat ein Gehalt überweist. Es würde vielleicht aber auch noch funktionieren, wenn du sagst, okay, mir genügt es aber auch, wenn ich einmal im Quartal eine Summe X aus meinem Depot ziehen kann. Ne? Also hier, einmal im Quartal. Alles andere ist dann schon zu weit. Also er sagt, nur einmal im Jahr oder so. Ne? Du musst ja von irgendwas leben, deswegen hast du ja das als Beruf gewählt. So, und jetzt sagen wir, wie realistisch ist es eigentlich? Wir nehmen nochmal das Short-Put-System, aber wir können jedes andere System auch nehmen. Ja, du kannst jetzt auch irgendwie einen Butterfly nehmen, einen Kalenderspread nehmen, du kannst Wohlerhandel nehmen. Anyway, spielt keine Rolle. Und jetzt musst du dich einfach fragen, ist es wirklich realistisch, jedes Quartal mit dem Short-Put-System Geld zu verdienen? Ist es realistisch, jeden Monat, Monat für Monat mit dem Short-Put-System Geld zu verdienen? Und wenn du das bislang geglaubt hast und wenn du vielleicht auch mit jemandem zusammengearbeitet hast oder mit jemandem zusammenarbeitet, der dir genau das verspricht, nämlich jeden Monat Gewinn, jedes Quartal Gewinn, dann muss ich dich leider enttäuschen an dieser Stelle, denn das geht nicht. Das ist einfach nicht machbar. So. Und zwar einfach nicht, weil du nicht gut genug bist. Das hat mit deinen Fähigkeiten überhaupt nichts zu tun. Es hat auch nichts mit dieser Strategie zu tun, dass du sagst, oh, die ist es nicht, ich muss eine andere nehmen. Sondern das hat ganz einfach was damit zu tun, was wir hier aufgezeichnet haben. Nämlich, dass sich Märkte ganz einfach in Wellen bewegen. Die können ausgeprägter sein, weniger ausgeprägt. So. Und deswegen ist einfach die Frage,
wenn du dir die Frage stellst, hey, kann man vom Optionshandel leben, dann ist es besser zu fragen, sollte man überhaupt vom Optionshandel leben? Und der Punkt ist einfach der, du hast ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein vielleicht noch, du hast ja hier, du kennst das, das ist diese Glockenkurve, ne? Jetzt nicht so sehr, sehr schön verteilt, aber im Grunde kann man ja sagen, okay, wenn du irgendeine Strategie handelst, ne, wir bleiben mal hier beim Short-Put-System von mir aus, so, und du würdest die permanent handeln, immer und immer und immer und immer wieder, ne, dann würdest du die Masse deiner Trades hier drin beenden. Ne? Also das heißt, es gibt so eine Standardabweichung, ne? Ob das jetzt ja diese 68% sind oder ob das eine andere ist, spielt keine Rolle, aber die Masse deiner Trades würde gleich ausgehen und wahrscheinlich sogar sehr, sehr, sehr positiv. So, und dann gibt es aber eben, jetzt hätten wir hier Plus, jetzt hätten wir hier Minus, jetzt hätten wir hier Minus, also das heißt, das wären hier große Verlierer und das wären große Gewinner. Große Gewinner, ne? Die fallen schon mal weg, weil das gibt es in einem System, was Optionen verkauft, kann es nicht geben. Das kann es immer nur bei einem System geben, was Optionen kauft, also wo du keinen festgelegten Gewinn hast. Und was es aber eben gibt, und das ist bei fast jedem Optionssystem so, was mit verkauften Optionen einhergeht, egal ob es Income ist oder was auch immer, dass du natürlich hier auf dieser Seite immer mal wieder sehr, sehr große Ausschläge hast. Das heißt, du kannst immer mal wieder einen enorm großen Verlust erleiden, ne? Und das führt wieder dazu, dass es eben nicht geht, regelmäßig Geld zu bekommen. Sondern du hast auch mal Monate, wo es eben stark im Minus ist. Oder aber, wenn du sagst, ich möchte das aber vermeiden, dann musst du eins machen, dann musst du sagen, okay, hier, dann muss ich es eben vermeiden, gewisse Systeme in diesen Phasen hier anzuwenden. Ja, jetzt wirst du sagen, ah, woher soll ich das im Vorfeld wissen? Das kannst du nicht im Vorfeld wissen, sondern du wirst vielleicht hier irgendwo in dieses System eingestiegen sein, dann läuft das hier die ganze Zeit, funktioniert super. Das heißt, hier, Glockenkurve, alles kommt hier rein. Ja, also hier verdienst du jetzt plötzlich dein Geld, weil alles läuft und jetzt kippt der Markt. Das machst du aber hier noch ein bisschen weiter, bis du es erkennst, okay, der Markt hat gedreht, das kann man wieder feststellen. Ja. Und dann hast du hier dann schon auf der Minusseite ein paar negative Ausschläge, das heißt, du hast ein bisschen Jordan und dann ist aber Schluss. Dann gehst du aus dem System raus und wartest ganz einfach, bis das hier wieder kommt, bis du das System wieder anwenden kannst und dann kannst du hier wieder Geld verdienen. So, und deswegen macht es aus meiner Sicht, das sind die Erfahrungen, die ich handle jetzt seit über 15 Jahren Optionen und ist auch ein riesen Learning, was ich auch selber früher falsch gemacht habe, ne? Dass es nicht Sinn macht, Optionen, egal welche Strategie es ist, permanent durchzuhandeln. Und auch wenn es so schön heißt, eine Einkommensstrategie, die kann eben eine lange Zeit funktionieren, aber irgendwann kommt dieses Tail Risk, haut dir das Ding um die Ohren und dann muss man einfach sagen, ne, da gibt es ja dann Adjustierungen, bla bla bla, aber irgendwann hast du dich dann zu Tode adjustiert und dann bringt es das auch nicht mehr. So, aus dem Grund, meine Empfehlung, nehme Optionen, lerne ein, zwei Strategien, die deinen Fähigkeiten, aber auch deinen Zielen am besten entsprechen. Wende die permanent an und zwar immer in den Marktphasen, wo es Sinn macht. Und wenn dann aber die Marktphase kommt, wo es keinen Sinn macht, dann weg davon. Ne? Dann aufhören, warten, bis die Marktphase wieder gut ist. Und das widerspricht eigentlich dem Ziel, vom reinen Optionshandel leben zu müssen. Wenn du das mit anderen Dingen noch ein bisschen kombinierst, ne, dann ist das perfekt. Wie gesagt, jemand, der hier, das war diese andere, das war das andere hier, wenn du eben, sorry, das hier war's, wenn du eben hier Privatier bist, ne, dann kannst du das am einfachsten machen. Wenn du aber das als Berufs machen willst, dann brauchst du einfach ein bisschen mehr Werkzeug, nur rein mit Optionen. Will ich nicht sagen, es ist unmöglich, weil garantiert gibt es natürlich auch da Leute, die das machen, aber das ist schon sehr, sehr, sehr herausfordernd, ne? Also das ist dann schon weit fortgeschritten und nur weil du jetzt mal mit ein, zwei Strategien ein bisschen Geld verdienst, das heißt es noch lange nicht, dass du davon leben könntest. So, das war's. Ne? Das war's für heute, fürs heutige Video und wir werden jetzt wahrscheinlich öfters dann hier mal Videos bringen. Es liegt da ein bisschen an euch, denn ihr müsst natürlich auch dazu beitragen, dass das für uns auch Spaß macht. Und Spaß macht's
wenn ihr Folgendes macht. Nämlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Kommentar oder dieses Video kommentiert, ne? Egal, ihr müsst jetzt nicht schreiben, hey, das ist super, ne? Ihr könnt auch schreiben, hey, das sehe ich ein bisschen anders, ne? Aber ihr müsst kommentieren und ich freue mich auch über den Daumen hoch, ne? Und im nächsten Video, das ist nämlich schon hier drin, zeige ich euch mal aufgrund meiner Erfahrung, von dem, was ich alles tue, meine persönliche Lieblingsstrategie in meinem persönlichen Lieblingsmarkt. Okay, was handle ich am liebsten? Wo verdiene ich auch persönlich das meiste Geld mit Optionen? Und wenn dich das interessiert, dann jetzt musst du diesen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Okay? Also, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass wir das hier wieder gemeinsam jetzt voranbringen. Finde ich klasse, dass wir den Optionshandel so gemeinsam voranbringen. Und wir sehen uns im nächsten Video.